Energie, Stromversorgung, alternative Energien, das ist ein Megatrend unserer Zeit. Eine Vertreterin dieser Branche ist die 3W Power Holdings, die im November das Mittelstandssegment Bond M mit einer neuen Anleihe bereichern wird. Bei mir ist Dr. Horst Kaiser, Vorstandsvorsitzender von 3W Power Holdings bzw. AEG Power Solutions. Ein langer Titel, aber so viel Zeit muss sein, Herr Kaiser. Sie beschäftigen sich mit der Sicherung effizienter Energieströme und Energieflüsse. Was kann man darunter verstehen? Ja, Herr Feinig, AEG Power Solutions liefert seit Jahrzehnten sichere und hochzuverlässige Stromversorgungen und Notstromversorgungen. Wir sichern und versorgen damit kritische industrielle Prozesse, zum Beispiel auf Ölplattformen, bei der Signal- und Sicherheitstechnik im Schienenverkehr oder auch in Kraftwerken oder auch Telekommunikationsvermittlungseinrichtungen. Und ein Schwerpunkt sind auch Leistungsregler und Stromversorgungen für die Produktion von Polysilizium. Polysilizium geht schon in eine Richtung, die ich jetzt auch gerade einschlagen wollte. Alternative Energien. Welche Rolle spielt das in Ihren Prozessen? Ja, wir sind tätig sozusagen an beiden Enden der Wertschöpfungskette der Photovoltaik-Solarbranche. Am Beginn dieser Kette liefern wir eben Leistungsregler für die Produktion von Polysilizium, dem wichtigen Grundstoff für die Branche. Am anderen Ende der Industriewertschöpfungskette liefern wir Wechselrichter, mit dem der Strom der photovoltaischen Elemente ins Netz eingespeist wird. Sie haben im Zusammenhang mit den Zahlen, die jüngst veröffentlicht wurden, von einem Wendepunkt in der Geschäftsentwicklung Ihres Unternehmens gesprochen. Was genau meinen Sie damit? Ja, wir sehen hier natürlich gerade aus dem Renewables-Bereich enorme Wachstumsschübe. Anfang des Jahres hatten wir noch eine Umsatzschwäche aus einem Auftragsloch im Vorjahr. Aber jetzt haben wir seit 3 aufeinanderfolgenden Quartalen starke Wachstumsraten in den Auftragseingängen. Im 3. Quartal mit 90 Millionen sind wir 90% über Vorjahr. Wir sehen ein 4. Quartal, das sehr stark werden wird, und sehen für die nächsten 2 Jahre jährliche Wachstumsraten von 25% mit stetig steigenden Gewinnen. Im Wesentlichen getrieben durch unsere gute Positionierung jetzt bei den erneuerbaren Energien. Dennoch, lassen Sie mich das etwas salopp formulieren, brauchen Sie Geld, wollen Sie Geld? Sie begeben eine Anleihe im Volumen von rund 125 Millionen Euro im Mittelstandssegment Bond M. Was haben Sie mit dem Geld vor? Ja, letztlich geht es darum, dieses stürmische Wachstum vernünftig zu finanzieren. Zum einen werden wir in dem Basisindustriegeschäft Strukturanpassungen vornehmen müssen, um hier einen stabilen Cashflow zu gewährleisten. Zum anderen werden wir das organische Wachstum mit Teilen des Bonds finanzieren. Und ungefähr die Hälfte des Volumens könnte für gezielte kleinere Zukäufe im Sinne einer Aufbau- und Ausbaustrategie genutzt werden, um spezielle Technologie-, Produkt- oder Marktpräsenzlücken hier zu schließen. Allerdings mit einem gezielten Fokus und kurzen Amortisationszeiten. Kurzer Blick in die Zukunft. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Energiebranche in den kommenden Jahren? Ja, alle Netze müssen sich einrichten auf den Ausbau der dezentralen erneuerbaren Energien. Die Netze müssen ausgebaut werden, müssen intelligenter werden. Alle Nutzer, ob privat oder industrielle, müssen intelligentes Energiemanagement einsetzen, um energieeffizient nutzen zu können und letztlich auch CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir sind positioniert, um im Industriegeschäft dieses Thema mit dem Konjunkturzyklus, mit dem Wachstum in den Emerging Markets zu nutzen, und auf der anderen Seite durch den stürmischen Ausbau der Photovoltaik mit unseren Wechselrichtern und nicht zuletzt mit den Leistungsreglern für die Polysiliziumproduktion voll an diesem Trend teilzunehmen. Sagt Dr. Horst Kaiser. Viel Erfolg bei der Platzierung der Anleihe und fürs Geschäftsjahr 2011. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank.